Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon. Heute wird es langsam mal Zeit, dass wir anfangen, uns ein neues Heim zu schaffen. Und wie ihr es von uns ja kennt, machen wir sowas ganz gern mal mit Turtles oder Robots, je nach Modpack, wenn es geht. Unter anderem auch mit anderen Möglichkeiten und dazu habe ich einiges vorbereitet. Manches davon hat einfach viel zu lange gedauert, um es vielleicht einfach so im Video zu zeigen. Wir haben eine ganze Handvoll von Energists und zwar zwei verschiedene Typen. Fangen wir mal mit der hier an. Die hier ist an einen Igneous Extruder angeschlossen. Der Igneous Extruder zieht aus dem Reservoir Wasser und macht uns schönen Cleanstone. War der Wunsch vom Olli? Den respektiere ich natürlich. Übrigens, die anderen beiden sind heute nicht mit dabei, denn das wird heute ein bisschen was Besonderes. Ich versuche nämlich dann gleich, ich erkläre es dann gleich noch, wenn wir dann soweit sind. Werdet ihr dann sehen, wenn es dann soweit ist. So, der macht Stone. Der Stone würde weitergeben an die Kiste. Die Kiste füllt sich jetzt langsam. Wunderbar. Das ist sogar ein Igneous Extruder Resonant. Das hat mich auch Ewigkeiten gedauert, das Ding zu craften. Aber hat dann auf jeden Fall dann im Schluss doch geklappt. Ist ja wunderbar. So, der füllt sich langsam. Die Kiste hier füllt sich aus. Ja, da oben sieht man noch so ein kleines Löchlein. Da ungefähr, nicht? Aus unserem Repertoire von oben. Füllt sich das dann langsam hier oder hat sich es gefüllt mit Kohle? Kohle braucht man nämlich für die Turtles zum Laufen. Wir haben eine grundsätzliche Einführung zu den Turtles ja gemacht. Und heute sollen die mal so richtig was Großes bauen. Das machen wir ja immer ganz gerne. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Wir stellen die erste Turtle auf. Geben der Turtle hier erstmal einen Sack Kohle. Refuel. Ein L. Refuel. So. Dann kommt in den Slot kommt eine Ender Chest mit Schwarz. Da kann er dann später Kohle rausziehen. Und hier kann er sich dann später das Material rausziehen. Oh, schöne Musik im Hintergrund. Wunderbar. So. Dann machen wir noch ein Level Z. Builder 4 und sagen Edit Builder 4 und dann sagen wir hier Builder 4 Control, Save, Control, Exit. So. Tja. Da muss ich mal ganz kurz auf den anderen Bildschirm hier schwenken und muss dann noch ganz kurz die Programme drauf kopieren. Das läuft nämlich im Moment lokal bei mir. Okay. So. Wo habe ich es hingelegt? Hier? Nö, noch eins. Autobild. Nach hier. Und dann noch das Gebäude hinkopieren. So. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste man jetzt hier. Ah, genau. So, ich habe nämlich den Autobuilder, den ihr vielleicht bei Project Red V8 gesehen habt, hier nochmal für das Turtle angepasst. Autobuild CC. So, wir bauen uns einen Nubian-Komplex, wie das aussieht. Ihr könnt gespannt sein. So, und ich habe hier auch noch eine kleine Spezialität. Hinten dran kann man eine Zahl schreiben, 1 bis 4. Dementsprechend teilt er das Gebäude dann in 4 Bereiche auf. Hm? Oh, klingt spannend. So, ihr seht schon, ich habe hier unter anderem den Creative Modus, den ich gleich einschalten kann. Das hat einen speziellen Grund und zwar hat das damit zu tun. Ist jetzt einfach nur fürs Let's Play. Versteht's nicht verkehrt. Normalerweise spiele ich äußerst ungern den Creative, weil das ist langweilig. So, aber vorher gehe ich mal in den Creative Modus. Dann geht der Sound leider weg. Und dann sage ich hier Return. So, jetzt sagt er mir, er hat die Turtle initialisiert und so weiter. Ein bisschen viel Debugging vielleicht noch. So, und nach einer Zeit läuft die jetzt los. Und der fliegen wir jetzt einfach mal hinterher. Der hat natürlich ein bisschen Weg vor sich, das ist auch klar, ne? Weil mit kleinen Gebäuden brauchen wir nicht anfangen. Na komm, liebe Turtle, ein bisschen schneller vielleicht. Soll ich ein bisschen schubsen? Na, lieber nicht. So, komm. Lauf. Lauf! Schneller!
Und der Bereich 4, den wir gerade angegeben haben, hinten beim Starten des Programms, heißt, dass es der, ich sag mal, hintere rechte Bereich ist vom Bauwerk. Jetzt dürfte er aber hoffentlich bald fertig sein. Na, ihr seht vielleicht schon auf der Minimap, das wird nicht ganz so klein. Aber ja, wir brauchen ein bisschen Platz, ne? Ich hoffe, dass mir die Insel da oben nicht im Weg ist, aber die müsste er dann normalerweise zur Not wegbauen. Ja, schauen wir mal, ob er das schafft. Ich habe auch noch ein paar andere Einstellungen am Kleinen gerade vorgenommen, das zeige ich auch gleich noch. Und eine kleine Konfiguration muss ich anpassen, das liegt aber auch nur daran, dass das Gebäude so groß ist und sonst hätte ich da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ist aber eine kleine Konfigurationsgeschichte, schreibe ich in die, oder könnt ihr in der Videobeschreibung nachlesen, was ich da geändert habe. Ist wie gesagt nichts Wildes. Ne? Na komm. Ah, jetzt holt er sich sein Material. Ja, sehen wir hier, er füllt sich seine Materialluke auf und fängt an, den ersten Block zu setzen. So, und genau auf den ersten Block, den er gesetzt hat, setzen wir hier einen Chunkloader und den setzen wir hier auf maximale Größe, 10er Radius, wunderbar. So, und jetzt kann der hier loslegen und die Turtle arbeitet für mich. Sehr schön, so muss das sein. Gut, okay. Wir fliegen zurück und starten die Turtles 1 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge. Und dann lassen wir sie einfach mal bauen. Achso, Moment, Entschuldigung. Zack, war ja creative. Tut mir leid. Wegschmeißen. So. So. Tick, tick, tick. So, Sound wieder weg. Turtle drauf, erstes Päckchen rein, Refuel All, dann 1, 2, Level Z, Builder 3. Das muss man jetzt nicht unbedingt setzen, was ich hier mache, aber das ist zum einfacheren Finden, dass ich das auch hier richtig hinkopiere. So, und jetzt geht die Maus wieder auf den anderen Bildschirm. Und schon haben wir ihn da. Okay. Auto. Build. Computercraft. Nubian.com. Ich hätte es vielleicht umbenennen sollen, damit ich gleich gewusst, was es ist. Aber okay. So, und diesmal soll er den Teil 3 machen. So, dauert einen Moment. Diese kleine Schleife am Anfang. So, los legt er. Und dann können wir ja schon die nächste bestücken. Zack. Refuel All. Dann die beiden Ender Chests reinlegen. Dann Level Z Builder 2. So. Und dann gucken wir hier hin. CD, dö. So, und wie von Zauberhand ist jetzt hier wieder. Genau. Auto, Bild, CC, Nubian, Komplex.txt und zwar Teil 2. Abwarten, bis die Turtle sich bewegt. Gut, tut sie. Und last but not least, auch hier wieder Refuel All. Machen wir es diesmal andersrum. Level Z Builder 1. Dann kommen hier die Ender Chests rein. Dann Edit No. Down. So, wechsle ich ganz kurz den Bildschirm. Genau.
Dann schauen wir mal, ob alles da ist. Ja, ist alles da. Autobild CC. Nein, richtig schreiben. Nubian Komplex.txt und dann Bereich 1. So. Warten wir ab, bis die losläuft. Läuft. Sehr schön. So, jetzt wechsle ich mal wieder in den Creative-Modus, auch wenn die Musik gerade schon wieder angefangen hat. Und wir gehen mal nach da hinten und gucken mal, wie weiter. Oh, da sehen wir doch schon die ersten Bereiche, die da gebaut werden. Die Turtle ist gerade noch im Landeanflug. Oder? Jo. Die fängt jetzt an, sich aufzufüllen. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Ah, zu spät. Gut. Baut. Sehr schön. Das Programm ist sehr ähnlich dem, was wir bei Project Red gesehen haben. Natürlich angepasst an die Turtles. Und an manchen Stellen hätte ich persönlich gesagt, sogar noch ein gutes Stück verbessert. Ja doch, ich würde wirklich sagen verbessert. Das Gehen ist hier das gleiche noch geblieben. Die Berechnung ist das gleiche geblieben. Aber eben zum Beispiel diese Vierteilung, die wir hier machen konnten. Nun, ihr seht hier, ein Teil, zweiter Teil, dritter Teil und da drüben fängt jetzt dann gleich an mit dem vierten Teil. So. Ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung und man muss nicht unbedingt an den Dateien was ändern. Nee, das macht dann gleich das Programm. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Der ist hier schon ganz gut weit gekommen. Doch, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Gefällt. Was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ein paar Einstellungen verändert. Ich habe jetzt einfach mal neu hier Mittag gemacht, aus dem einfachen Grund, weil es dann im Video besser aussieht. Ich habe auch mal den Regen ausgeschaltet, weil das sieht dann auch im Video besser aus. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt die Monster ausgeschaltet, aber auch nur deswegen, weil sonst der Aufbau noch länger dauern würde. Um Gottes Willen. Wie kann das nur sein, noch länger? So, ihr wundert euch jetzt, warum er hier noch nicht so weit ist. Das werdet ihr hoffentlich gleich sehen. Ein bisschen zugucken tun wir ihn auf jeden Fall noch. Das ist klar. Ich stelle mich jetzt erstmal für ein, zwei Minuten hier mal in Ruhe hin. Ihr könnt ihn in Ruhe zugucken. Ich drehe mich ab und zu mal rum. Ich werde nicht allzu viel dazu sagen. Wir lauschen einfach der lieblichen Musik. Und danach werde ich mich dann in eine Übersichtsposition da oben hinstellen. Und dann werden wir sie einfach bauen lassen und ich werde es wahrscheinlich im Speedbuild, also ich werde versuchen, das komplett aufzunehmen, den kompletten Aufbau. Und werde dann versuchen, videotechnisch irgendwie so zusammenzuschnippeln, dass der auch dann auf YouTube halbwegs nach was aussieht, ne? Ist klar. So. Und als kleine Änderung noch, das läuft jetzt momentan nicht auf dem Server, sondern nur bei mir auf dem Client. Hat den Hintergrund, ich kann nicht einfach live, also der Server kann mich unter Umständen mal rauskicken, es kann die Verbindung unterbrochen werden und lauter solche Geschichten. All das kann mir jetzt hier auf dem Client passieren, deswegen mache ich das lokal. Wahrscheinlich würdet ihr das auch so machen, wenn ihr mit dem Programm arbeiten wollt. Das Programm und die Buildings gibt es übrigens dann alle auf GitHub. Link steht unten in der Videobeschreibung drin. Unten, ne? Moment. Unten. Ja, alles klar. So. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Und wie wir sehen, die sind gar nicht langsam mit dem, was sie bauen. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, es ist ein bisschen das Problem, es ist nicht gerade klein, was wir hier bauen. Aber, wie gesagt, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Gehe mal ein paar Schritte zurück. Und schau den Turtle mal ein bisschen beim Arbeiten zu. Schauen, ob wir die drei reinkriegen. Gut, sieht gut aus.
So, an der Stelle werde ich mich jetzt an meinen Beobachtungsposten begeben. Machen wir einfach mal. Schwuppdiwupp, haben wir da schon ein schönes Plätzchen ausgesucht. So, da kann man hingehen. Das ist eine gute Stelle. Das sieht gut aus. Gehen wir noch an den äußersten Rand. Und dann drücken wir nochmal ganz kurz Escape, Options, Video Settings, Render Distance auf Maximum. Genau. Clouds machen wir auf. Ich hätte gesagt, das ist okay, oder? Ja, das ist okay. Sieht doch gut aus. Ich glaube, das geht immer ganz gut ins Bild. Gut, und an der Stelle hoffe ich, dass mein Rechner die ganze Sache mitmacht und dass wir das dann auch komplett schön kriegen, weil das dauert jetzt natürlich seine Zeit lang. Ich glaube, es waren um die 18 Stunden, die er braucht. Und die muss ich natürlich dann irgendwie noch auf ein gutes Videoformat bringen, ne? Also dann würde ich sagen, lassen wir die Turtles bauen. Wir müssen es nicht tun. Wir können ihn einfach zugucken und wir machen jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit.
Thank you.
Thank you.